Okay, soll ich meine Ulti wieder? Aber er hat, guck mal, er hat halt einfach so, hat er gerade diesen Smash-Mode drin gehabt. Der hat, das war nicht mal so ein Ulti-Knick und schon bin ich tot. Ich denke mal, damit wir nicht noch mehr Zeit davor leben, mache ich mal einen Schnitt. Ich mache das mal spontan. Manchmal auch eine Nachbearbeitung, aber gegen diesen Gegner. Vielleicht habe ich auch einfach zu schlechten Geist drin, das kann auch sein. Ich kenne das wahre Potenzial von Mario ja nicht mal. Das ist leider so eine Sache. Yes! Perfekt! Diese haben wir sogar richtig gut diesen Windblaster einblenden können. Also das war echt cool gespielt. Wir haben mit diesem Windblaster, was sag ich mit Wind? Mit diesem Wasserblaster. Herzlich willkommen, meine Freunde, zum nächsten Part Super Smash Bros. Ultimate World of Light, aka der Story-Modus von Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wöchentlich ein Part, wird mehr werden, aber jetzt erstmal müssen wir andere Let's Plays in den Vordergrund stellen. Später kommt ein bisschen mehr Ordnung rein, vor allem, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal mehr Videos bringen kann. Aber momentan denke ich mal, wenn ich dann circa ein Video am Tag hinbekomme oder halt mal alle zwei Tage ein Video, ja, je nachdem, wie es halt läuft, ist das eigentlich ganz entspannt und in Ordnung. Auf jeden Fall wöchentlich so versuche ich wenigstens ein Part zu bringen. Und da ist er auch schon wieder. Ich würde sagen, jetzt legen wir los. Ich schaue nochmal ganz gut, ob alles läuft. Sehr gut. Und hier auch. Super. Dann machen wir weiter. Im letzten Part sind wir in der Sub-Area von Donkey Kong hängen geblieben. Sub-Area ist immer was ganz Besonderes. Und hier haben wir schon einiges leer geräumt. Hier wie so eine Welt aufgebaut mit so den, mit so Levelpunkten, kann man sogar meinen. Richtig cool. Und die Geister sind halt die Level. Und wir haben uns jetzt bis zu Candy Kong vorgekämpft. Und bei ihr sollten wir jetzt nicht aufgeben. Also ziehen wir mit Mac nochmal ein Ründchen. Weil ich jetzt eine Weile halt kein Mac mehr gespielt habe, gell? Für euch könnte das ein bisschen nervig sein, das stimmt. Weil ich ihn ja jetzt erstens in der letzten Folge gespielt habe, das stimmt. Ich muss ja gerade erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, aber leider ist das halt wieder ein viel zu heftiger Kampf. Okay. Ich muss mich halt auch mal konzentrieren. Mac hat auch eine schlechte Recovery. Ja, aber was ist das wieder für ein Geist, Alter? Ah, jetzt haben wir sie halt gecatcht. Da boxt sie sie irgendwie. Und nochmal irgendwas haut sie dann raus. Ja, bei ihrer Ulti, ja, geil. Und jetzt aus irgendwelchen Gründen konnte ich nicht mehr meine Abi drücken. Oder nicht mehr springen. Abi hätte ich doch mal drücken können, aber ich konnte nicht mehr springen. Das verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn du in der Luft irgendwie... Es gibt so viele Sachen, auf die du achten musst. Und wenn man das Spiel, wie gesagt, einfach wie ich recht wenig spielt, dann kann das echt ein Problem sein. So, sind das jetzt alles ihre Bananen? Okay. Ja. Es ist wieder Little Max schlechte Abi. Konnte mich jetzt auch nicht retten. Ich wollte jetzt noch in das Fass reinkommen, weil es hätte mich gerettet, aber nein. Geht nicht. Und damit willkommen zum nächsten Stundenkampf. Nein, natürlich nicht. Die kriegen wir gleich. Was, die hat immer ihre. Die hat immer hier irgendwie. Die hat so eine Bananenkanone und die wirft sie immer direkt auf mich. Aber jetzt haben wir ihr auch gut eingesetzt. Schade. Nein, das war schade. Hätten wir gut treffen können. Mit Link hätten wir sie getroffen, weil wir da einen größeren Bereich haben. Was habe ich denn für eine... Ich bin aber auch ganz schnell, oder? Das ist dieser blaue Effekt. Oder heißt das einfach, dass ich ganz wenig aushalte? Keine Ahnung. Jawohl! Diese Banane, Alter, diese Banane, WTF, ey. Wenn die trifft, dann bist du einfach direkt tot. So. Sie hat auf jeden Fall noch irgendeinen Nachteil, die Candy Kong. Hübsch ist auf jeden Fall, aber kamen die neueren DKs nicht mehr vor. Also ich kenne sie persönlich zum Beispiel nicht. So, und wie im letzten Part schon gesagt, war das anscheinend schon das Ziel. Hier wird es jetzt Sinn ergeben, wenn wir jetzt gegen King K. Rool kämpfen. Die Musik hat sich sogar geändert nochmal, aber nein! Beim Bananenvorrat hat sich diesmal Diddy Kong breit gemacht und denkt sich, ihm würde alles, gehören. Der Punkt ist, dadurch, dass ich halt Smash Bros. Nicht so viel spiele oder auch immer mal wieder einen anderen Charakter anfasse, muss ich immer wieder in das Moveset reinkommen und das ist halt, wie gesagt, mein Problem, eures ist es nicht. Ihr müsst euch mit dem Content zufrieden geben. Momentan ist es aber in Smash Bros. Auch generell kein Spiel, was ich niemals, könnte ich competitive gar nicht spielen. Wenn sich das zwar im Wunschspiel gewünscht wird, dann spiele ich das auch, aber
Halt, ihr müsst nicht viel erwarten. Also hab ich jetzt getroffen, siehst du, das läuft doch. Ah, die Musik ist halt so geil und diese Map. Einfach nur göttlich. Okay. Noch ein Sternchen nachher. War ein aufgeladener Stern. Ah, da reicht nicht komplett aus. Ja! Die Bälle treffen diesmal. Heilt er sich oder war das gerade? Nein, schade, das hätte funktionieren können. Hat er gut gemacht. Ja, leider trifft unsere schon ein Peak-Angriff eher schwierig. Leider, die hat dann geparried. Hat er diesmal das gecheckt, was ich mache. Okay, Schild gebe ich mir auch. Ja. Alter, was war das denn für ein Angriff? Alter, hat schon über viele Prozente, gell? Ja, er konnte halt nicht mehr viel aushalten. Wir hatten ihn echt unter Kontrolle. Aber wie man sieht, er hat mich jetzt wirklich nicht häufig getroffen. Und wir haben auch recht gut kassiert im Vergleich, gell? Aber das war ein schöner Kampf. Wie gesagt, in Smash Bros. Muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Das heißt, im Kampf kommt höchstens mal ein bisschen Gequatsche, wenn ich mich auf das, also auf den Kampf konzentriere, aber über andere Sachen reden, während ich sowas mache, das ist Talent, musst du erstmal hinkriegen und das versuche ich mir noch anzueignen, aber ihr könnt ja mal live beobachten, wie das läuft. Warum hat er, kam dieses Auflicht? Okay, die Musik könnte sich nochmal geändert haben, keine Ahnung, aber oh, cool, der Effekt, wenn du in den Kampfbildschirm reingehst. Ja. Cool. Okay, gehen wir da zurück? Oder vergesse ich hier gerade irgendwas? Hä? Nee, hier geht gar nichts mehr. Fangjung hat er wieder neue Sachen? Der hat wirklich täglich neue Sachen im Angebot. Das finde ich gut. Die Shops haben neue. Hey, hey, Chef, rein mit dir und mach die Beine lang. Okay, ja gut, es ist Lost, aber manche gibt es halt auch Drei-Sterne-Geister. Hier, Wind Waker ist das. Das ist aus Kirby, glaube ich, dieser Motorradgegner gewesen. Und das kenne ich überhaupt nicht. Kostet auch 1000. Wahrscheinlich, weil der nicht im Angebot war. Also die Angebote lohnen sich, aber ja, da schlage ich jetzt mal nicht zu. Brauche ich nicht. Und jetzt rennen wir wieder in Pflanzengeschwindigkeit zurück. Weil Pflanzen jetzt nicht besonders schnell sind, muss man sagen. Ja, ihr könnt wie gesagt live beobachten, wie ich mich so entwickle. In den Kommentaren. Ihr müsst mir auch Hinweise geben, sollte euch irgendwas stören oder so. Dann kann ich vielleicht auch irgendwas tun in Zukunft. Vielleicht auch nicht. Was mir gerade aufgefallen ist, ich dachte, wenn man die Sub-Area... Warte mal, ist da jetzt ein Sternchen? Also ich achte ja momentan noch nicht so darauf. Ja, da ist ein Sternchen. Weil wir haben, ich glaube, eine Sub-Area, da die Basis, da haben wir noch keinen Stern. Ich werde da versuchen, das noch irgendwie hinzubekommen. Aber momentan drängt mich die 100% nicht. Ich werde da zwar in Livestreams versuchen, noch möglichst viele Geister mitzunehmen, aber das kann warten. Und vielleicht kommt es ja auch nicht zustande. So, ich glaube, hier haben wir noch nicht den richtigen Geist, gell? Ja. Dann sind wir jetzt mit der Ecke da oben wirklich fertig, gell? Diese Area haben wir mitgenommen. Da oben die Ecke, da war ja nur was mit dem Geist, nicht so. Wir kommen da noch nicht mit der Lokführerin, mit der Lokomotive kommen wir noch nicht weiter. Die führen uns auch. Warte mal, die Lokomotive. Warte mal, was? Warum ist hier jetzt auch was zu? Oben vom Labyrinth aus gesehen, kann man da reinzoomen? Also ich kann halt so gucken, aber. Ach doch, ja, da führt also auch nochmal was hin, aber warum denn das? Da ist doch gar nichts. Ja gut, dann gehen wir jetzt weiter runter. Vielleicht finden wir den Geist ja noch. Dann müssen wir aber wieder durchs Labyrinth. Das sollte jetzt kein Problemchen sein. Ich glaube, wir haben auch schon größtenteils alles gefunden. Es gibt noch ein paar Wege. Ich glaube sogar den Weg, den wir gerade... Ja, es gibt nur noch einen Weg, der in Frage käme. Okay. Jetzt muss ich natürlich schauen. Also, das ist ein Ausweg. Wo führt uns das hin? Zu einem anderen Ausweg, oder? Ja. Okay. Gehen wir da hoch. Da sind wir goldrichtig! Aber wir müssen sogar zwingenderweise gegen einen Drei-Sterne-Geist kämpfen. Interessant, interessant. Anscheinend. Oder doch, es gibt noch einen Weg bei der Röhre. Aber wir gehen ja den hier. Warum nicht? Proto-Man-Echse. Und ich versuche jetzt mal allen Ernstes eine Möglichkeit zu finden, diese Benachrichtigung auszumachen. Dass ich nicht mehr sehe, wer online kommt. Weil das ist in Aufnahmen echt nervig und ich brauche es so eigentlich nicht.
Also sehen wir uns gleich wieder. Ihr sollt keine weiteren Einblendungen mehr bekommen. Das ist eine Sache, die nervt uns alle ein klein wenig und ist ein bisschen unprofessionell. Ich will jetzt nicht so unprofessionell wirken. Mach ich aus. Wir sehen uns gleich wieder. Ist, denke ich, für uns alle ein wenig besser. Bis gleich. So, ich müsste es hinbekommen haben. War recht einfach. Einfach mal ein bisschen in den Freundeseinstellungen rumgesucht. Und dann bin ich darauf gekommen. Ich hoffe, ich habe es richtig jetzt ausgestellt. Aber muss es gewesen sein. Was ich noch mal ganz kurz jetzt machen möchte, ist mal zu sehen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Verstrichen ist von dem einen zum anderen. Ja, eine Minute würde ich meinen. Da habe ich es aktiviert, da habe ich es deaktiviert. Okay, eine Minute ist vergangen. Dann werde ich das bemerken, dass ich eine Minute länger mache. Aber das, diese Minute, da heule ich nicht rum. Auf jeden Fall, nun kommen wir zu diesem Dreiständegeist Mega Man Battle Network Reihe. Das ist ein ziemlich langer Name. Und wir spielen gegen Proto Man Exe. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesagt. Schon ein paar Mal sogar. Aber gut. So, gegen einen Dreierstände-Kampf kriegt Pflänzchen trotzdem Panik. Dann müssen Spezialisten ran. Wobei, was habe ich für Spezialisten? Hm. Eigentlich keine wirklichen. Link spiele ich gerne, aber die Bombe, die nutze ich halt nicht so. Das ist echt, die kann echt wirklich. Also, wenn du richtig gut mit Link spielst, dann, ich glaube, da kannst du irgendwie die Bombe ausrüsten. Wenn du runtergekickt wirst, kannst du die Bombe zünden, damit du Schaden bekommst und kannst dadurch nochmal ein weiteres Mal irgendwie. Kannst du extra hochfliegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Du setzt das ein irgendwie, lässt dich treffen und fliegst nochmal. Das ist irgendwie so eine Taktik mit Link, glaube ich. Ja? Aber es hat ja gar keinen Schaden gefühlt. Ja, jetzt ist natürlich klar, dass du den hier macht. Wie sehr habe ich noch die Bumerang eingesetzt, ganz normal? Achso. Das fällt dann natürlich. Oh, sehr schöner Treffer. Oh, sieht richtig cool aus. Okay, komm, du gehst wirklich auf den Sack. So, das ist ja nur hier. Ja, das war's schon. Bin ich runtergefallen. Also diese Bomben kann ich nicht so gut spielen. Man kriegt in dem Kampf aber Schwerter, deswegen kann der Kampf recht einfach werden, wenn man das Laserschwert kriegt oder einen guten Glückstreffer landet. Ich sehe hier noch keine Angst. Ansonsten muss ich halt schneiden. Haben wir das gegenseitig getroffen oder was? Ja, Speed ist da übel heftig drauf. Jetzt hat er Sprung drin. Okay, schöner Angriff von ihm, by the way. Aber trotzdem. Ich kann damit nicht klar. Aber die CPUs haben ja ein Problem mit dem Laserschwert. Na, siehst du? Die kriegen das irgendwie nicht gerendert. Hey, was? Wusste ich ja gar nicht, dass das geht so. Hä, hey, ich wusste gar nicht, dass man in der Luft so schnell einen Angriff vollführen kann. Geht das immer so? Ja. Ah? Warte. Nee, nee, passt da nicht. Passt da nicht gut. Okay, Laserschild immer geil. Ah! Zerschmettern heißt es im Modus. Ja? Was war das denn bitte gerade für ein Angriff? War das ein Konter oder was? Ja, moin. Ja, das war's. Konnte ich mich mehr retten davon? Hat er mich extrem heftig getroffen? Das sieht man für die schlechte Spiele, Alter. Jetzt habe ich eine Mücke, die mich auch noch nervt. Aber bei einem Drachen der Geist, da sieht man auch generell alt aus, wenn man das Spiel nicht aktiv zockt. Ich mach das halt nicht. Ich habe auch gerade erstmal neuen. Hä, ich habe nicht verstanden, wie das geht. Ist doch nicht gut, das gegen einen Dreiständegeist zu üben. Ja doch, so geht das. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man sich verhält in solchen Gegnern. Ich weiß überhaupt, also wirklich, das ist extrem schlecht in Smash Bros. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man verschiedenste Moves einsetzt. Da sieht man auch gerade, wie der Geist mich schon wieder zerstört hier. Hey, ich wollte doch gar nicht für die Gegner zuspringen. Ich wollte eigentlich smashen.
Genau, zerstöre dich einfach, wenn du dich selber eliminierst. Sehr, sehr cool. Ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Hä? WTF? Der hat gerade noch einen Smash-Angriff eingesetzt und konnte direkt irgendwie mit dem Schwert angreifen, mit diesem anderen, was er hatte. Wie schnell kann denn der bitte seine Ultis einsetzen? Oder seine Ultis, seine Smash-Angriffe? Das war ja keine Ulti. Ah ja, ich habe gesagt, auch keine Ahnung, wie ich gegen solche Geister spiele. Das tut mir leid. Ich habe gar keine Ahnung. Ich spiele einfach irgendwie und drücke halt verschiedenste Angriffe, dass die CPUs das irgendwie nicht mitbekommen. Und irgendwann mache ich es richtiger halt. Mehr tue ich in Smash nicht. Ich glaube, da rede ich sogar mit echt vielen, die das Spiel sich auch wegen, also die das Spiel sich das erste Mal holen. Und wie gesagt, ich habe nie Smash gezockt. Also wirklich nicht aktiv. Ich habe zwar dann mir das auch gekauft für die Wii U und sowas, weil ich es halt einfach haben wollte. Ich habe die Spiele von Nintendo immer gerne gezockt. Aber meistens eher nicht so. Aber vielleicht ist Link, ja, weiß nicht. Es gibt bestimmt noch Konter. Es gibt ja auch bestimmte Geister, die du nehmen kannst, um es dir richtig einfach zu machen. Aber ja, keine Ahnung. Ja. Ja, genau. Mach's einfach wieder so. Ja. Ja, okay, das große Schwert, das sieht nicht schlecht aus im Endeffekt. Das hat er natürlich auch drauf gewartet. Aber fliegt er echt durch den Fall so weit weg? Ja, ich darf halt nicht in seine Reichweite kommen, das ist das Problem. Okay, jetzt habe ich meine Ulti wieder, aber er hat... Guck mal, er hat halt einfach so, hat er gerade diesen Smash-Mode drin gehabt. Der hat, das war nicht mal so ein Ulti-Knick und schon bin ich tot. Ich denke mal, damit wir nicht noch mehr Zeit davor nehmen, mache ich mal einen Schnitt. Ich mache das mal spontan. Manchmal auch eine Nachbearbeitung, aber gegen diesen Gegner... Vielleicht habe ich auch einfach zu schlechten Geist drin, das kann auch sein. Ich probiere es auf jeden Fall, ja, warum haben wir denn auch einen 2000... Wieso haben wir denn so einen schlechten Geist? Wieso kriegen wir denn solche schlechten Geister? Ich meine, mit so einer Stärke kriegen wir zwar weniger Belohnungen, aber es ist halt machbarer. Ich würde sagen, trotzdessen schneide ich... Wobei, naja, jetzt haben wir einen stärkeren Geist und das ändert nicht so viel, machen halt mehr Schaden gegen diesen Spinner. Der heißt aber nicht ohne. Ja, deswegen hat er da auch so ein Laserschwert in der Hand. Vielleicht ist es ja sogar ein angelehntes Item gegen den. Ja, machen wir jetzt weniger Schaden, cool. Trotzdem, er spielt halt deswegen nicht schlechter, gell. Ich halt einfach mehr aus. Aber guck mal, er hat diese. Ist ja nur CPU, gell? Aber im Endeffekt weiß er ganz genau, wie man mich auskommt. Und ich habe keine Ahnung. Ich kenne keine Spielzüge, die man einsetzt. Wirklich nicht. Ich smashe häufig. Meine B-Angriffe setze ich gelegentlich mal ein. Ich setze halt meine verschiedensten Moves ein. Aber nie alles genau. Ich weiß halt, ich stimme es nicht aufeinander ab. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Wie man Kombis einsetzt. Wie man im richtigen Moment genau das einsetzt. Okay, der hat jetzt eine Abbiege gemacht. Jetzt muss ich irgendwas. Was anderes Cooles einsetzen. Nein, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wie man einen perfekt auskommt. Es gibt ja wirklich, wenn man sich diese Meisterschaften ansieht, die wissen ganz genau, wann man das Richtige einsetzen muss. Und da muss man einen Fehler machen. Da muss man einfach mal wie ich. Ich mache ja wahrscheinlich in einem Kampf 1000 Fehler, gefühlt. Jeder Move, den ich mache, ist vielleicht falsch. Auch wenn ich jetzt gegen den CPU gut Schaden mache und sowas. Weil ich jetzt auch gut Damage ziehen kann. Aber im Endeffekt gehe ich gegen Profispieler. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich mich vertippe, ist das ein fataler Fehler. Wenn ich einen Angriff, wenn ich jetzt zum Beispiel die Abbeam im falschen Moment einsetze oder irgendwas anderes, wenn ich... im falschen mit einem A-Angriff einsetzt, dann kann das wirklich entstehen. Ja. Backslash, willst du mich verarschen, Alter? Backslash, du kommst dafür zu Frontflash. Zu greifen zum Beispiel, das tue ich gar nicht mehr. Er macht das zweite Mal. Weil ich mich abfangen will. Nee. Okay, da, na gut, jetzt habe ich diese. Ich hatte, da reicht einmal ein Smash-Angriff mit diesem Laser-Schild und schon ist er tot. So schnell kann das gehen. Aber ja, mit dem höheren Schaden, wir waren ja wirklich von den Punkten her deutlich unterlegen. Wir haben jetzt trotzdem noch einen Maxi-Snack bekommen, weil wir ja unterlegen waren. Aber dass sich das Spiel gedacht hat, ja, ich gebe dir jetzt mal einen 2000er Geist, dass du so circa 6000 oder so minus warst, keine Ahnung, was der Typ da hatte. Das muss nicht sein. Können wir das verkackt haben gegen den? Und so schlecht haben wir jetzt auch nicht gespielt. Also vielleicht so schon, aber wir haben immer. Eigentlich recht Fernschaden gedrückt. Haben wir es jetzt hinbekommen? Ist alles cool. Trotz dessen, ein bisschen fies ist es trotz dessen. So, jetzt haben wir ein kleines Teilgebiet wieder freigeschaltet. Hier gibt es eine Verbindung zum anderen Gebiet hoch. Und da spielen wir gegen die Quendan Cheer Girls. Oh ja.
Nicht schlecht auf jeden Fall. Usu Tatakai Quindan-Reihe. Kenne ich gar nicht, aber die Mädchen, die würde ich... Die gefallen, denke ich auch. Deswegen will er auch gegen die spielen. Und ich würde auch gerne gegen die spielen. Aber ja, ich bin leider nicht im Spiel. Sie werden dargestellt von Melinda. Wahrscheinlich drei Melindas. Ja, ja, ja. Das sind drei Melindas. Wir haben die Metallrüstung bekommen. Das kann echt... Das ist wirklich hilfreich. Weil jetzt können die mich... Die können mich nicht bewegen. Ich kriege so übel Damage. Aber ich kann einfach smashen. Wobei, die machen... Was machen die ganze Zeit, Alter? Ach, die setzen immer diesen komischen... Einen Angriff da. Ein WTF? Das ist doch übel heftig. Ja. Also ernsthaft. Okay, den treffe ich. Den zwei sogar. Er sagt aber, der Ulti regelt. Ulti regelt, Freunde. Die können sonst wie viel Schaden machen. Wenn du die Doppel-Ulti schnell hast, die haben ja auch mehr Schaden gemacht, da können die Quanten Sheer Girls aber sowas mit abtreten. Wenn die den fetten Pfeil ihren Bauch geschossen bekommen. So ein Headshot, keine Ahnung, was das war. Da kannst du so schlecht spielen, wie du willst. Die Ulti regelt das dann. Wenn du dann wenigstens den Skill hast, die Ulti zu treffen, dann sitzt das. Und hier gibt es einen Kämpfer, aber an sich gibt es keine Verbindung zur oberen. Oder doch, ich glaube, darüber kann man den Steinweg vielleicht zerstören. Ja. Da muss man wieder gegen mich draschende Geister kämpfen. Ja, mit Link war ich besser. Aber in Ordnung. Ich spiele halt so, wie ich es hinkriege. Schwierigkeit auf normal, da habe ich schon echt meine Schwierigkeiten. Aber normal ist so, der Casual-Spieler will ich meinen. Und ja, Smash Bros. Und ich, wir werden nicht. Aber bei so einem geilen Story-Modus kauft man sich dann auch gerne mal. Ich habe ja auch genug Zeit in das Spiel schon hineingeschrieben und hatte auch mit meinen Freunden Spaß, die auch Smash Bros. Gespielt haben oder hatten. Also ich kann nicht sagen, dass es sich jetzt nicht gelohnt hätte. Und wir haben ein schönes Let's Play. Von daher. Was macht der Glurak jetzt hier? Ja, komm, leck mich am Arsch. Ja. Melinda, was soll der Dreck? Jetzt hätte ich schon beide hin und her geschubbt, Alter. Ja, es gibt so viele Moves, die man einsetzen kann im richtigen Moment. Ja, hat mir eine Rakete einfach gepflanzt, oder was war das? Alter, wir haben ja von diesem Base angegriffen, oder was? Ja, aber auch das ist wieder extrem. Ne, wir haben bald unsere Ulti. Wir haben unsere Ulti. Aber ja, der wirft mich aus dem Bildschirm raus und dann war es das auch wieder. Und die hatten beide kaum Schaden bekommen. Also wieder mal ein Geist, der... also wie gesagt, Smash Bros., die KI ist wirklich mächtig. Selbst wenn du auf normal spielst und du spielst gegen ihr 4- oder 3-ständige Geist, das... Wenn du das einfach nur einmal in der Woche spielst, ist das echt problematisch. Aber ja, wie gesagt, das Spiel reizt mich nicht, dass ich sage, ich spiele es offcam. Ich habe auch keine Zeit dafür und selbst wenn ich hätte keine Lust. Wie ganz ehrlich, Smash Bros. Ist ein Spiel, was ich niemals einfach so online spielen würde. Da habe ich keine Lust zu. Mario Kart ist eine ganz andere Schiene, aber auch das spiele ich nicht offline. Wenn dann im Livestream. Ich würde niemals im Livestream Smash Bros. Spielen. Es sei denn, wir spielen den Story-Modus oder die Community wünscht es. Aber einfach so habe ich keine Lust dazu. Tut mir leid. Da seid ihr mit einer falschen Adresse. Solltet ihr Smash Bros. Mögen, ist das in Ordnung. Das Spiel ist cool. Ich mag es auch, aber ich kann es nicht. Und dementsprechend, also wenn ich, sage ich mal, Smash Bros. Spielen würde, dann entwickle ich meine eigene Taktik. Also das ist auch ganz normal. So, das ist immer meine Unira, die da jetzt aufgeladen wurde. Ich gehe mal zu meiner Unira hin, damit die reintreten. Sehr schön. Komm her, Glurak. Ja, wurde schon von der Bombe getroffen. Alter, WTF! Diese scheiß Bomben machen die ganzen Damage hier. Jetzt so. Ich kann hier nicht lang laufen, weil da diese komische Planke von dem Schiff endet. Okay, ist der schon. Die treffe ich nicht mal. Doch, Melinda treffe ich. Hä? Von was? Ja, hat Melinda nochmal getroffen. Sehr gut. ETF, oh mein Gott, das ist schon wieder so. Wir hatten sie ja beide echt gut bekommen in diesem Kampf, aber das ist wieder so ein Geist, wo ich keine Hoffnung sehe. Das sind alles solche heftigen Kämpfe, die hier langsam kommen. Aber ja, wie gesagt, ich sitze momentan mit der Ausbildung nicht machbar. Wenn ich halt mehr Smash Bros. Spielen könnte, könnte ich halt auch mehr
mehr Übung reinbekommen, mehr Gefühl, aber das verlernst du halt, also verlernst nicht, aber du kommst halt komplett raus nach einer Woche. Das ist halt einfach das Problem, aber ich will auch nicht mehr Smash Bros. Bringen. Ich habe andere Spiele, die ich wichtiger finde momentan, wo ich auch mehr Spaß dran habe. Ich spiele das Spiel halt als Let's Play und das ist doch ganz in Ordnung, das macht mir auch Spaß. So, werde ich bekomme ich hoffentlich aufs Maul und bei der Scheiße kannst du auch direkt den Kaffee da neu starten eigentlich. Leider reichen die Höhe, reicht das Segel, die Segelplattform auch nicht aus, dass ich einfach von unten smashen kann und die oben treffen könnte. Nein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Das ist halt der Nachteil. Ich drücke zwar meinen Schaden und so, aber das reicht nicht aus. Ich habe ja jetzt noch schon 100% bekommen. Das ist auch irgendwie, irgendwas stimmt hier auch nicht. Wieso kriege ich so viel Damage reingedrückt? Ich meine, die haben mich jetzt zwar schon gut getroffen, aber ich treffe die auch eigentlich recht gut an sich. Und was gebe ich denen? Jetzt kann man die Hälfte bei dem Damage nicht denen sein. Also das ist schon echt Schwachsinn. Wieso da gecaptured oder was? Ja, Gorak deckt mich am Arsch, Alter. Okay. Ich glaube, wir haben auch wieder einen scheiß Geist drin, aber der levelt auch schon die ganze Zeit. Selbst wenn wir verlieren. Ja, diesmal ist der Geist gar nicht mal so schwach, aber ich nehme jetzt wirklich bei diesem Geist keine Gnade. Nehmen wir uns irgendwie übel heftigen DK-Geist. Weil Mario hat halt. Mario möchte es unbedingt schaffen. Ich verstehe das auch. Aber ja, das ist doch ein Nachteil. Ich möchte halt auch nicht so viel schneiden. Ihr sollt ja ruhig die Kämpfe sehen, wie ich mich daran versuche. Ich möchte halt nicht rausschneiden, sobald ich zweimal verloren habe oder so. Das mache ich wirklich erst, weil ich selber merke, da geht nicht mehr. Da ist keine Luft mehr nach oben oder so. Keine Ahnung. Aber an sich bin ich da jetzt nicht der Meinung, dass ich sage, ja, ja, unbedingt jetzt rausschneiden, damit ihr mehr schaffen. Ihr sollt ruhig die Entwicklung sehen, die ich im Kampf schaffe und sowas. Und wie ich mich hier antue. Vielleicht seht ihr ja sogar in mir Talent. Und weil, oder wenn ich spiele, sieht es halt wirklich so aus, als wären die Geister stark, obwohl die gar nicht stark sind. Was ist das für ein Tornado? Das sehe ich jetzt gerade auch erst. Die Map ist echt geil. Also da muss man wirklich Nintendo loben, was das angeht. Das hat auch nur Glurak hauptsächlich erstmal bekommen. Und ich natürlich, wieder mal. Also kann ich mir von den beiden zerstören müssen nochmal. Ich glaube, die alte. Ja. Und die spielt mit mir, als wäre ich sonst was. Ja. Ich würde sagen, ich stelle hier ein bisschen was rein. Und wir sehen uns dann, wenn der Kampf dann geschafft ist. Es liegt doch ein bisschen. Bis gleich auf jeden Fall. Jetzt denke ich auch, ist ein Zeitpunkt angekommen, mich hier zu schneiden. Bis gleich. Was war das denn schon wieder für ein Move, Alter? WTF? Scheiße, ey. Ich dreh durch. Bei diesen Kämpfen hier. Ich wurde vom Schiff überfahren, oder was? WTF, Alter? Ich wurde vom Schiff überfahren, bin gestorben dadurch, ey. Ey, das ist doch so eine Scheiße, Alter! Ey, dieses verdammte Schiff, das war so ein guter Kampf. Und dann fällst du da einmal aus den Runden und kriegst dieses scheiß Schiff in die Breitseite, Alter. Bei sowas kann ich ausrasten, ey. So ein Dreck. Oh, lol. Das war ein schöner... jawohl, jetzt ist es so einfach, kann das sein. Ich habe irgendwie Glurak ganz, ganz komisch getroffen. Dadurch ist er irgendwie rausgeflogen. Ich weiß auch nicht genau, warum der dann auf einmal so überschnell rausgeflogen ist. Kennt Glurak nicht, vielleicht hat er da irgendwann mal einen gewissen Angriff einsetzt, irgendwie so ein Schwachpunkt Sekunde oder so. Wir haben es geschafft. Mit der Ulti. Die andere Tochter zerstört. Muss trotzdem nicht sein. Bin ich ganz ehrlich, musste nicht sein. Ja, verstrichen sind jetzt hier 4 Minuten. Ich mache noch 2 Minuten drauf. 33 kommen. Ich werde vielleicht ein bisschen was reinschneiden. Vielleicht lasse ich es auch komplett raus am Ende. Das war auf jeden Fall nochmal recht cool gemacht. Aber ja, wie gesagt, sehr schwere Map. Wenn du da einmal in das Schiff rein, wenn du da unten gegen das Schiff knallt, bist du direkt tot. Das ist schon echt böse, ne? So, die Musik ist aber geil. Das ist hier die, 10 Jahre Battle-Musik. Einer meiner Lieblings-Soundtracks aus der Nintendo-Reihe. Aus, ist, hier Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Aber irgendwie so eine Fortsetzung oder so, so ein Zusatz auf jeden Fall ist das schon. Ja, dieser, also ich glaube, sobald Glurak diesen komischen Charge-Angriff einsetzt, ist er, glaube ich, ganz, ganz kurz verwundbar. Und wenn du ihn dann triffst, im Endeffekt, ja, so richtige, dann kannst du wahrscheinlich extrem viel Schaden machen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, dass dann halt die echte Profis wissen halt auch ganz genau, was auf die zukommt, wenn sie das machen. Gut ist natürlich, dass wir gegen die wilden Winde kein Problem haben. Aber der Glurak geht mir schon wieder auf den Sack, Alter! WTF, ich habe keine Chance! Ich bin so schlecht in diesem Spiel!
Das ist zwei Sterne Geist. Der ist nochmal ein bisschen einfacher, aber trotzdessen, man sieht's auch. Im ersten Versuch ist immer schon deutlich besser. Weil er auch alleine spielt, aber das ist halt schon wieder... Palka, du kannst deinen Winter wieder einstellen. Es bringt nichts. Ich habe gerade eben den Vorgänger zerstört. Da habe ich den Windschutz bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich Melinda drin habe, aber es kann natürlich sein. Was macht er jetzt, ne? Jetzt ist er weg. Das bringt nichts. Achso, ist er nicht für den Wind, für den wilden Wind verantwortlich? Ja gut, macht doch Sinn. Das ist ja ein Stage-Effekt. Stage-Kniff. What the fuck, Alter. Okay, aber wenn er das einsetzt im richtigen Moment, dann... kann er dich rausulten. Also richtig, richtig schnell rausulten oder halt... raus-smashen. Das geht richtig einfach. Mario hat dann heute wahrscheinlich nicht seinen Tag. Wird wohl heute nichts mit dem Charakter, aber diesen Geist will ich eigentlich schon haben. Naja. Man kann nicht alle Spiele können. Wie gesagt, jetzt will ich das. Ich meine, als ich kleiner war, da habe ich auch viel Zeit zum Zocken gehabt. Da habe ich auch viele Spiele gespielt. Da habe auch die schwersten Spiele, wo ich sonst dachte, das kriege ich niemals hin. Ja, auch meistern können. Nicht wie ein echter Profi, aber halt wie so ein solider Typ halt. Sagen wir es mal so. So, ein paar Lila-Coins bekommen von Mario Odyssey. Eine Anlehnung. Ich weiß nicht, ob Mario den Münzenangriff schon immer einsetzen konnte. Ich glaube schon. Ich kenne das wahre Potenzial von Mario ja nicht mal. Das ist leider so eine Sache. Diese haben wir sogar richtig gut diesen Windblaster einblenden können. Also das war echt cool gespielt. Wir haben mit diesem Windblaster, was sag ich mit Wind, mit diesem Wasserblaster konnten wir jetzt mit diesem Dreck weg. Konnten wir Glurak so ein bisschen wegschubsen, dann wurde er nach außen gedrückt und kam zu uns runter und wir konnten ihn wegsmashen. Also schöne Kombi. Bekommen auch einen Schildbremser für. Ich glaube, wenn man halt wirklich gegen Geister spielt, wenn man eindeutig underlevelt ist, dann kriegt man halt so richtig geile Sachen wie so ein Schildbremser oder sowas. Das ist dann schon nicht schlecht. So, welcher Gegner, welcher Kämpfer im Endeffekt diese Strapazen im Endeffekt auf sich genommen hatte, um mir eine schwere Zeit zu geben, welcher Kämpfer diese schweren Geister mit anderen Worten beschwört hatte, um mich richtig abzufacken. Das werden wir im nächsten Part erfahren. Dich werden wir auf jeden Fall holen, weil ich habe die Scheiße nicht ohne Grund gemacht. Und diese kleine Brücke, diese unschuldige, süße Brücke überqueren müssen, die aber böse Geister besaß. Welcher Geist sich da erlaubt hatte, solche starken Gesellen sich anzuheuern, das werden wir im nächsten Part Super Smash Bros. Ultimate auf jeden Fall erfahren. Und mit ihm werden wir dann weiter nach unten in den Süden uns durchbohren zum nächsten und letzten Boss. Und dann müsste Kira auch ein für alle Mal ihren Schild verloren haben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, zukünftigen Parts, denn nun wird es immer spannender, wir kommen immer mehr an das Finale. Dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann könnt ihr weiter... dieses Trauerspiel von Smash Bros. Gespiele hier sehen. Ja, dann kann ich überall gut sein, nicht wahr? Aber ich ziehe trotzdem durch, auf jeden Fall. Aber manchen Geistern muss ich dann immer sagen, stopp, jetzt reicht's. Wenn es dann selbst nach dem Schneiden nichts wird. So, weil jetzt die Zeit schon recht überflogen ist, würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Part. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part. Bis dahin. Und ciao, meine Freunde.